Hey, ho, willkommen zurück zu Dishonored 2. Wir werden jetzt mal hinein ins Labor laufen. Und der steht da oben. Und da sollen wir hin. Ich glaube, wir laufen mitten in einer Falle. Aber gucken wir mal, wie das denn so ausschaut. Endlich, kaiserlicher Schutzherr, Sie haben mich gefunden. Ist Ihnen klar, dass Sie erst der Zweite sind, der diesen Raum betritt? Das modernste Labor der Insel? Bauen Sie bitte nichts kaputt, während Sie sterben. So. Vernichtet diesen Eindringling! Oh oh. Ja, also, er schickt natürlich seine. Clever, Corvo Atano, die Sensoren meiner armen mechanischen Soldaten zu täuschen. Irgendwie bin ich lebend rausgekommen. Hallo, ich will das Ding eigentlich kaputt machen, aber irgendwie hat Atano keine Lust zu schlagen heute. Was ziemlich doof ist, da wir, glaube ich, gleich kämpfen. Hallo! Habe ich Schaden bekommen? Tatsache. Ich muss jetzt in Ruhe kämpfen. Da kann ich das jetzt nicht haben, wenn der die ganze Zeit dazwischen quatscht. Wo ist sie denn? Also eine ist hier auf jeden Fall eine mechanische Kreatur. Da hinten. Ja, eine sehe ich hier. Ja, eine sehe ich da. Ich würde sagen, beide Arme abschlagen, dann haben wir sie besiegt. Oh, über uns ist noch eins. Aber er sieht uns ja auch von hinten. Oh, wie doof. Hey, wie mache ich das jetzt mit dem Werkzeug? Ah, lass mich raten, dafür muss ich sein Ding da kaputt machen. So, sein Arm. Ich muss seine Arme kriegen. Einen habe ich, glaube ich, schon. Der hat ja mehrere. Also mehr als zwei, der hat, glaube ich, vier. So. Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ordnung hin. Maschine. Und? Ja, 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 oh, oh. Boah, obwohl ich geblockt habe. Heftig. Ich habe immer wieder geblockt bei dieser Explosion. Das muss der Elektroschocker sein, den Jindosh erwähnte. Wo? Zum Wagen. Welcher Elektroschocker? Der da. Stimmt, wir sollen den ja. Stimmt. Ja, warte mal. Öffnen Missionsziele. Lass Kirin Jindosh bewusstlos werden. Ja. Kirin Jindosh muss bewusstlos sein, damit du ihn an den Elektroschalter anschließen kannst. Ach so. Okay, ja, das. Ja, das sollte eigentlich doch kein Problem sein, oder? Nee, eigentlich nicht. So. Was ich sagen wollte, ist schade, dass das Blocken nichts bringt. Ja gut, bei so einer elektronischen Explosion. Aber da oben ist, glaube ich. Kommt der runter? Oder muss ich jetzt zu dir hoch? Ich würde den. Oh, da ist er ja. Okay. Komm, greif an. Die haben vier. Hä? Ah. Boah. Okay, komm mal hier hin. Ah, hinter mir ist irgendetwas. Was macht der? Ach, der hat diese Elektro-Explosion. Komm her. Ah, einen habe ich schon. Ha, ich habe seinen Schuss abgefangen. Komm hier hinter. Jetzt. Okay, zwei haben wir. Oder? Ne, der hat noch alle. Jetzt hat er nur noch zwei. Jetzt hat er nur noch einen. Oh, gut, dass wir jetzt hier drin sind. Oh, oh. Okay, gut. Ausgewichen. Oh, das finde ich ja cool, dass sich das hier oben jetzt bewegt. Durch den Druck, der entstanden ist. Das ist cool. Kannst ruhig schießen. Versuch's. Kirin Jindosh. Hä? Jetzt ist er wieder zu feige. Jetzt ist er... Ach, er sucht uns, hä? Er weiß nicht, wo wir sind. Ja, warte mal, da könnten wir. Also es reicht jetzt. Kommen Sie raus und stellen Sie sich mir. Das steht außerhalb. Komm, der Schlag. Ah, Hilfe. Aua. Hör mal. Jetzt lassen Sie sich endlich töten. Hä, warum geht das nicht? Ah, jetzt. Okay. Wir haben ihn.
So, wir haben ihn auf unsere Schulter. Jetzt bloß kein Bäuerchen machen. Ich klopfe auch nicht drauf. Jetzt muss ich nur hier runter. Ah ja. Ist ja kein Problem. Kein großes. So. Und jetzt schließen wir ihm an den Elektroschlocker dran. Okay, platzieren. Ja, Jindosch in die Maschinen platzieren. Nee, ist richtig. Wir wollen ja nur seine Gedanken manipulieren. Platziere Jindosch im Elektroschocker. Ja. Bevor wir das jetzt alles machen, lasst uns den Audiograph anhören. Soll ich HP mal eben auffüllen? Ja, lasse ich erstmal noch. Brauche ich ja gerade nicht. Abspielen. Anton Sokolov, einst kaiserlicher Arzt und Leiter der Akademie für Naturphilosophie. In ihrer Blütezeit der begehrteste Maler des Kaiserreichs. Der Held meiner Jugend. Jetzt meine Marionette. Wenn Sie dieses unelegant aussehende Gerät gegen mich einsetzen wollen, nur zu, Jindosch. Ich weiß allerdings nicht, was Sie sich davon versprechen. Ich muss zugeben, ich verspüre ein wenig professionelle Neugier hinsichtlich seiner Funktion. Geduld, mein Freund, Geduld. Der Ablauf ist dabei sehr wichtig. Sie werden meine Elektroschockmaschine schon verstehen. Aber wann? Bevor oder nachdem dieses Licht Ihre Augen verlässt? Und wohin geht es, wenn es verschwindet? Wer wird mir das sagen? War schon mal jemand so in den Klang seiner eigenen Stimme verliebt wie Sie, Kirin? Vielleicht könnte das Gerät uns dabei helfen. Nein, leider nicht. Aber was es kann, ist Ihnen das zu nehmen, was Sie am meisten lieben. Ihren kostbaren Intellekt. Wenn Sie nicht am nächsten Prototyp des Mechanischen mitarbeiten, verwende ich das Gerät an Ihrem Gehirn, Sokolov. Ich weigere mich. Als sappernder Idiot nerven mich zumindest Ihre wortreichen Theorien nicht mehr. Ja, der ist gut, der Sokolov. Ich mag Sokolov. Der ist gut. Den mag ich. Na, guck mal, da hinten, das Teil wird so langsam wieder langsamer. Na, den mag ich. Den finde ich gut. Okay, der ist das komplette Gegenteil. Kannst froh sein, dass ich dich hier dran anschließe, du. Ich glaube, er würde sogar lieber wollen, dass wir ihn dann erledigen, habe ich das Gefühl. Aber wie starte ich denn jetzt die Maschine? Ach, da! Nicht genug Energie. Ja, super, auf einmal geht das Ding aus. Na toll. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen Energie. Wie kriegen wir Energie? Ach, hier. Lass mich raten, das Teil muss bis oben hin voll sein. Ja, Woodcraft. Craft. Okay, Chemieplattform. Optikplattform. Waffenplattform. Anatomieplattform. Ja. Mal eben gucken, was sie von einem wollen. Ich klicke mal irgendwo drauf. Wow, achso. Aha. Achso. Jetzt sind hier andere Materialien. Ja, warte mal, Knochenartefakt. Wieso haben so viele so wenig getan? Es sollte nie so weit kommen. Mal fliege ich hier runter. Da. Hinten. Hey! Kannst du dich mal aufhören zu bewegen? Wann bist du denn mal fertig? Ach, da! Oh, perfekt. Oh, ja, nee, schon alles gut. Danke. Er hat mir die Rune vorbeigebracht. Cool. Ja, so geht das natürlich auch. So, wir haben eine Rune bekommen. Wow, die Energie ist höher als vorher. Da ist ja schon mal gut. Wo haben wir denn jetzt noch irgendwelche Artefakte? Da hinten. Okay, die sind weiter weg. Die Rune haben wir. Das ist toll. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal eine Fähigkeit. Dann machen wir nach der Mission, glaube ich. Erstmal bringen wir jetzt das zu Ende und danach, glaube ich,
kaufe ich mir eine Fähigkeit. Vielleicht die mit der Gedankensteuerung. Ja, wir brauchen noch mehr Energie, ne? So wird das nichts. Nochmal Anatomie? Ich weiß es nicht. Und was ist das für ein rotes Zeichen hier? Ich klicke nochmal auf Anatomie. Was braucht wohl am meisten Energie? Oder wie muss man das verstehen? Warte mal. Was braucht am meisten Energie? Anatomie, Waffen, Optik, Optik? Holzbearbeitungsplattform, Chemieplattform. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das verstehen soll. Mal gucken, wie das jetzt gleich aussieht. Es dauert ein bisschen, bis das hier alles sich verändert hat. Ich finde das richtig cool, wie sich das hier immer verändert. Oh, wer ist das denn? Anatomie, ne? Stimmt, wir haben ja jetzt Anatomie. Stimmt. Joa. Hä, und hier steht jetzt Chemie? Hä, habe ich hier Chemie eingegeben? Ach so, die ändern sich. Gleichzeitig auch. Hä, wie doof ist das denn? Ach komm, wir töten ihn. Nein, Quatsch. So wird man es sich ja richtig einfach machen. Wenn ich jetzt hier... Warte mal, da steht jetzt Anatomie, ne? Anatomie. Wenn ich jetzt... Ja, hier Waffen eingebe, was passiert dann hiermit? Jetzt ändert sich das erstmal. Vielleicht finden wir ein bisschen Munition, ein paar Bolzen oder so, wenn wir jetzt die Waffenplattform hervorrufen. Aber ich möchte wissen, ob sich hier jetzt was ändert. Obwohl kann es sein... Nee, ich glaube, das ändert sich gar nicht. Ich glaube, hier hatte ich gar nicht Anatomie, sondern Chemieplattform eingegeben, oder? Bay 2 ist immer noch gleich. Ändert sich nichts. Aber hier ändert sich auch gar nichts. Vorhin, wo ich Bay 2 benutzt habe, hat sich, glaube ich, überall was verändert. Wow. Hier sind auf jeden Fall ganz schön viele rote. Soll das gut sein? Narkomine. Haben wir schon genügend. Betäubungsbolzen. Haben wir auch genügend. Ach ja, dann brauchen wir doch nichts. Wer hätte gedacht, dass wir so viel haben. Wow, was ist das? Wow. Ah ja. Na gut. Na, jetzt haben wir immer noch... Jetzt haben wir 4. Was ist, wenn ich jetzt hier auch... Was ist, wenn ich hier... Ja, auch Waffen. Hä, hier ist weg. Oder was ist jetzt hier auf der Seite? Ah, jetzt ändert sich aber auch die hier. Jedes Mal, wenn ich die rechte benutze, ändert sich auch die hier. Ich bin noch nicht komplett hintergekommen. Vielleicht muss ich mal drauf achten, wie sich die Teile bewegen. Warum ist jetzt hier Anatomie? Kann mir das mal jemand sagen? Tatsache, hier baut sich jetzt gerade Anatomie auf. Und da hinten, ja, Waffen. So gesagt, haben die jetzt ihre Plätze getauscht. Ja, Anatomie. Hä? Gibt es hier irgendeinen Hinweis? Warte mal, ich gucke mir mal die Dinger an. Genau, die führen dahin. Was haben wir hier? Zeigen die Teile irgendetwas? Nee, ne? Nee, das ist... Nee. Einfach nur die Mechanik. Hier haben wir das Pult. Ah! Jindos Eintrag über Wahlknochen. Heute werde ich die Anatomieplattform errichten und ins Labor bringen, um dort meine Arbeit am Runenartefakt fortzuführen. Ach, ich glaube, das soll ein Hinweis sein, dass auf der Anatomieplattform eine Rune sein soll. Obgleich ich mich der Naturphilosophie verschrieben habe, muss ich zugeben, dass meine Zusammenarbeit mit der Okkultistin Brainer Esbert mein Interesse an Wahlknochen neu geweckt hat. Wenn ich an die letzten 3 Jahre denke, in denen ich mit Brainer zusammengearbeitet habe, kann ich die Vermutung nicht gänzlich ausschließen, dass die Knochen der Leviathane über außergewöhnliche Eigenschaften verfügen. Wenn ich sie unter Druck setze, redet sie sinnloses Zeug, wie es Spiritualisten tun. Bei dem Versuch, Antworten zu finden,
habe ich eines dieser sogenannten Runenartefakte beschafft. Aus Sicht der engstirnigen Idioten des Ordens ist das natürlich Ketzerei. Allerdings haben meine Untersuchungen bislang nichts Interessantes ergeben. Eine Probe menschliches Gewebes, das von diesen Runen in Mitleidenschaft gezogen wurde, könnte Aufschluss gewähren. Zum Beispiel, sagen wir, der Kieferknochen eines dieser armen Hunde, die von den Aufsehern bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Brauche aber einen Hinweis hierfür. Was ist das da? Achso, zum Wagen. Nö. Zum Wagen gehe ich nicht. Was? Achso, wir sind jetzt hier. Ach, wir sind schon bei Waffen. Joa, ist hier vielleicht noch ein Zettel? Brief von Delilah. Kirin, du hast gefragt, wie das Nichts aussieht und sich anfühlt, wenn es mit einem richtigen Ort vergleichbar ist. Hier meine Antwort. Befasse dich nicht mit solchen Angelegenheiten. Es ist so wirklich wie alles, was ich bisher erlebt habe. Aber wenn du es verstehen würdest, wüsstest du, dass solch eine Aussage so wenig Sinn macht, wie die Aussage, dass ich tot war. Das Nichts ist unbeschreiblich. Es ist unendlich und es ist nirgends, in ständiger Veränderung und fortwährend. Es gibt mehr Dinge in endlos schwarzen Nichts, Kirin Yendosh, als sich eure Naturphilosophie erträumen kann. Lass die Finger von Dingen, die außerhalb deiner Reichweite liegen, und sei froh, dass du mit mehr Erkenntnis gesegnet bist als die meisten Menschen, Delilah. Ein Fuß. Ja, hier gibt es ja interessante Sachen. Könnten wir ihn mal fragen? Also hier, das sieht ja schon mal aus, als wäre hier ziemlich viel Strom. Ui. Sieht komisch aus, als wäre hier schon ziemlich viel Strom. Das ist, Waffen, ne? Ja, aber hier, da sieht man auch, ist schon fast voll. Vielleicht sollte ich mal auf die Anzeige ein bisschen mehr achten. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und bei der sind nur ein. Also Anatomie bringt mir irgendwie gar nichts weiter. Dann gucken wir doch mal, Optik habe ich noch gar nicht gehabt, glaube ich. Wenn ich hier Optik mache, tut sich hier ja nichts. Okay, gut zu wissen. Warte mal, das ist doch eigentlich gut zu wissen. Wenn ich hier was bewege, passiert eher auf der Seite nichts. Guck mal, man sieht hier unten richtig, wie sich die Technik bewegt. Wie sie zum Leben erweckt wird. Bin immer gespannt, wie das gleich aussieht. Wie viel Optik es bringt. Aha, ja, jetzt haben wir hier Kameras. Die letzte Plattform muss ich noch errichten. Ja, das ist echt gut cool gemacht. Da hinten bauen sich die Dinger jetzt runter. Was? Warte mal, ich möchte mal einmal Just for Fun den Hebel bewegen. Oh, hoppala. Guck mal, da haben wir auch so eine Anzeige. Nicht genug Energie. Die kommt nur bis 2. Ach so, weil hier auch nur 2 sind, ne? Also theoretisch bräuchten wir 7. Hatten wir nicht schon mal sogar fast 7? Warte mal. Was sind das hier für Anzeigen? 3 und hier haben wir fast voll. Vielleicht, ach, umgekehrt. Ne, umgekehrt bringt es auch keinen Sinn. Hm. Können wir denn auf beiden Seiten Waffen machen? Ne, ne? Das geht, glaube ich, nicht. Chemie war, glaube ich, auch etwas, ne? Ich wechsle mal zum Chemie. Und hier ändert sich mal wieder gar nichts, ne? Aber wenn wir die Plattform benutzen, ändert sich links etwas. Oder es hat sich links etwas verändert, weil wir links Rappen hatten, aber gucken wir erstmal weiter, was jetzt hier passiert. Ach, ich könnte mich mal, Mist, ich hätte mich auch mal umgucken können gerade, wo Optics hier oben war. Hätte ich mal eben mich umschauen können. Ein? Ich möchte mal ganz kurz sehen, ob jetzt hier ein angezeigt wird. Mist, wir hatten vorhin einmal ziemlich viel. Ja, okay. Nicht genug Energie. Okay, okay, okay. Ich komme immer mehr dahinter. So ein bisschen. Zumindest. Okay. Ja, dann, welche Kombination hatten wir nochmal, wo richtig viel war?
Ich habe aber auch das Gefühl, dass Rappens uns... Ach, Moment mal. Ich glaube, Rappens nimmt uns zu viel Energie weg. Es gibt uns keine Energie, sondern es verbraucht Energie. Ach so. Ich glaube, das ist richtig. Okay. Was hat nochmal wenig Energie gebraucht? Anatomie, stimmt. So, wenn ich jetzt Anatomie hole... Hier, das Teil verbraucht nämlich so viel Energie. Deswegen schalten wir das jetzt ab. Und holen jetzt Anatomie, welches nämlich wenig Energie brauchte. Und damit haben wir mehr Energie hierfür. Also so müsste das jetzt eigentlich stimmen. Also noch nicht komplett vielleicht, aber wir kommen so langsam Richtung Ziel. Ja, ja, genau. Weil Anatomie braucht anscheinend überhaupt kaum Energie. Jetzt müssten wir hier nur einen Streifen haben. Yes, genau so ist das nämlich. Jetzt haben wir hier schon 5. Aber das reicht immer noch nicht. Ich mach's trotzdem mal eben. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6.